Ich hatte vor einigen Tagen einen Eindruck, ein Bild, das an das anknüpfte, was ich mit dieser schwarzen Wolke gesehen hatte, wo ein Feuer einen kreisrunden Bereich hineingebrannt hatte. Und ich wachte nachts auf und befand mich in der gleichen Situation wieder. Allerdings war ich von dieser Feuerwand, die diese Öffnung dort in diese Wolke brannte, sehr viel weiter entfernt. Um mich herum war es pechschwarz. In der Ferne war dieses rote, lodernde Feuer zu sehen. Und durch diesen Kreis, der da hineingebrannt war in diese schwarze Wolke, erstreckte sich von unten kommend ein Lichtstrahl, wie so ein Lichtkanal, in den Himmel. Der Himmel war vollkommen schwarz. Ich sah auch keine Sterne oder so etwas. Und nur dieser Lichtkanal, der sich nach oben erstreckte, soweit das Auge reichen konnte. Und ich hatte den Eindruck, dass ich schauen sollte, was mit diesem Lichtkanal passierte. Und ich schaute und auf einmal bemerkte ich, dass etwas wie eine Explosion in diesem Kanal stattfand, von oben, vom Himmel her kommend. Wie in einem Actionfilm, wenn so ein Auto oder was explodiert und dann so eine Feuersbrunst da ist in Schwarz und Orange, so ähnlich war das. Es war wie eine Explosion, die innerhalb des Kanals war und mit großer Geschwindigkeit von oben nach unten schoss durch diese Wolke durch, genau in diesem Bereich des Kanals, auf die Erde donnerte. In großer Geschwindigkeit schoss das vom Himmel her nach unten. Es war erschreckend. Ich war wirklich erschrocken von dem, was da geschah. Und nachdem diese Explosion vorbei war, veränderte sich das in diesem Strahl und es war wie sehr, sehr dünnflüssige Lava. Es war etwas, was loderte, was glühte, was auch Substanz hatte, aber was ganz dünnflüssig war und was einfach strömte, was floss wie Wasser, aber eben mit Lodern vermischt. Und dieses strömte durch diesen Kanal, genau durch diesen Kanal, genau durch diese Öffnung auf die Erde. Und ich war mir gewiss, es ist der Strom des Heiligen Geistes, ausgehend vom himmlischen Thron, ja, der auf die Erde kommt, durch diese Öffnung. Der Himmel war jetzt wirklich geöffnet und die Herrlichkeit Gottes strömte herab auf die Erde. Und nach einiger Zeit befand ich mich oberhalb der Öffnung und konnte hindurchschauen und sah, was dort unten geschah. Und ich sah in weiter Entfernung da unten Menschen stehen in Anbetung, ja, die einfach das aufnahmen, die dadurch gesegnet wurden. Ja. Und immer mehr Leute kamen hinzu in diesen Lichtstrahl, in dieses Feuer und wurden entzündet, wurden begeistert und gingen dann wieder raus und trugen das Licht mit sich. Und der Rand, der vorher sehr scharf umrissen war, franzte immer mehr raus, immer mehr aus. Überall bildeten sich neue Lichtkreise und Flächen und die verschmolzen ineinander und das Ganze wurde immer heller. Und oberhalb all dieser Flächen öffnete sich auch der Himmel weiter. Das heißt, diese Wolke verschmolz auch an diesen Bereichen und das bedingte eine zunehmende Dynamik. Unten das Land wurde größer, oben die Wolke schmolz, dadurch kam wieder mehr Licht rein und es wurde immer schneller. Und ich habe in der Bibel geforscht, wo gibt es etwas Ähnliches. Und ich fand eine interessante Stelle in Joel, im Kapitel 2. Im Alten Testament finden wir mehrfach die Aussage, unser Gott ist wie ein verzehrendes Feuer. Wie ein verzehrendes Feuer, beispielsweise im 5. Mose. Und in Joel heißt es, es kommt der Tag des Herrn, ja, er ist nahe. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und des Wetterdunkels. Das fand ich interessant, das war genau das, was ich gesehen hatte. Finsternis und diese sonderbare Wolke, Gewölk. Und dann geht es weiter im nächsten Vers. Vor ihm her verzehrt das Feuer und nach ihm lodert die Flamme. Das erinnerte mich wirklich an das, was ich gesehen hatte. Dieses verzehrende Feuer, was wie eine Explosion durchbrach und auf das Land traf. Und dann dieser Strom des Geistes, der dann über das Land sich ergoss. Und ich glaube, dass das etwas ist, was Gott tun wird. Und was er in unseren Tagen tun wird und was er in Europa und was er in Deutschland, Österreich und der Schweiz tun wird.
Ich glaube, dass Gott dabei ist, den Himmel zu öffnen und seine Herrlichkeit in neuer Weise auszugießen. Und wir brauchen es dringend. Der Himmel über Europa ist verschlossen. Europa ist aus geistlicher Sicht gesehen der Kontinent, der am finstersten ist, der am schwärzesten ist, wo die Sündenmacht am betonhärtesten ist. Und wenn der Herr den Himmel öffnet über uns und seine Herrlichkeit ergießt, das ist genau das, wonach wir uns sehnen, wonach wir uns ausstrecken. Das ist Erweckung. Und wenn du dich danach sehnst, wenn du dich danach ausstreckst, dann lass das eine Ermutigung für dich sein. Der Herr wird seine Herrlichkeit ausgießen, wird seinen Geist ausgießen, wird sein Feuer ausgießen und wir können dort hineingehen und etwas erleben, von dem wir nur träumen können. Und in dem Sinne möchte ich dir sagen, sei gewiss, der Herr hat auch mehr für dich.